Ja, ich lese den Predigttext aus Matthäus im 16. Kapitel. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie: Wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja, es geht um die alte Frage: Wer ist dieser Jesus eigentlich? Damals haben die Jünger, was damals eben so gängig war, genannt Johannes der Täufer, Elia oder Jeremia oder einer der anderen Propheten. Wenn man heute auf der Straße die Menschen fragen würde, würde sicherlich zunächst einmal die Antwort kommen: Ja, Jesus ist ein großes Vorbild. Und das ist auch gut und richtig so, denn wir brauchen ja Vorbilder, die uns Orientierung und Halt geben, Vorbilder in der Liebe. Und da ist nun Jesus einer, der für die Liebe eingestanden ist, bis zu seinem Tod am Kreuz. Aber die Frage ist, was unterscheidet Jesus dann von anderen Vorbildern, etwa Mahatma Gandhi oder Dietrich Bonhoeffer? Was ist das Besondere an Jesus? Die Antwort, die Petrus dann gibt, ist: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Ja, das haben wir ja alle schon mal gehört, diese theologische Formel. Aber wer kann das eigentlich erklären, was das heißt? Da tun sich auch die Theologen und Pfarrer schwer. Da geht es um einen lebendigen Gott. Es ist eben kein philosophischer Gott, keine Spekulation. Vielleicht können wir noch sagen, dass Gott der Gott allen Lebens ist, der Schöpfer. Das können wir uns vielleicht irgendwie noch vorstellen. Ja, und dann kommt es ja noch dazu. Es geht ja nicht nur um den lebendigen Gott, sondern den Sohn des lebendigen Gottes. Ja, und das heißt ja, dass uns dieser lebendige Gott, der für uns so unfassbar ist, in Jesus Christus entgegenkommt. Und das ist die zentrale Aussage von Weihnachten, dass er eben als Kind in der Krippe, als Mensch auf diese Erde kommt, zum Anfassen, zum Anschauen, zum Begreifen. Das ist ja unser Zugang zu Gott. Ja, aber wie machen wir das heute? Jesus Christus hat ja vor 2000 Jahren gelebt. Das ist nicht so einfach. Wir müssen schon immer wieder die Bibel lesen, seine Geschichten hineinnehmen, auf uns einwirken lassen, sie aufsaugen, wie ein trockener Schwamm das Wasser aufsaugt, und darüber nachdenken, wer Jesus ist, täglich sein Bild in unser Herz einlassen. Ja, und wenn ich sein Bild in mein Herz einlasse, dann geschieht etwas, worüber Christen seit 2000 Jahren immer wieder berichten. Dieses Bild wird lebendig. Es wird etwas lebendig in mir. Der Sohn des lebendigen Gottes wird in mir lebendig. Und er redet zu meinem Herzen, er formt mein Herz. Und dann geschieht etwas Zweites, Wunderbares. Ich sehe auf einmal meine blinden Flecken, wenn der Sohn Gottes in mein Leben kommt. Das geschieht nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern es gibt ja so viele Stellen, die, ohne dass ich es vielleicht wusste, ja abgestorben sind, wo ich ganz besonders viel innere Schmerzen habe. Und Jesus wischt da nicht einfach drüber und sagt: Vergiss es alles. Sondern er ist da und er möchte mir Leben schenken, weil er
in mir ist und bei mir ist. Ja, jeder Mensch hat solche blinden Flecken und seine wunden Punkte. Und wenn Sie heute sich in der Psychologie und in Neurowissenschaften umschauen, dann ist der Mensch höchst erlösungsbedürftig. Aber er rennt eben nicht mehr zum Pfarrer, sondern zum Psychotherapeuten und Psychologen. Auch ich persönlich habe natürlich meine Schwachpunkte. Ich bin, wie Sie sehen, kein sehr großer Mensch und habe seit der 2. Klasse eine Brille getragen. Und das war natürlich in meiner Schulzeit immer wieder der Anlasspunkt, dass ich gehänselt worden bin. Das passiert sicherlich vielen, aber es hinterlässt bleibende Spuren. So eine Erfahrung rührt an eine unserer Urängste, von einer Gruppe ausgestoßen und verlassen zu werden. Für unsere Steinzeitvorfahren war das ein Todesurteil, wenn sie nicht mehr zur Gruppe dazugehören konnten. Ja, und so bin ich bis zum heutigen Tage mit der Angst belastet, wenn ich für eine Gruppe trete oder mich in einer Gruppe bewege. Und das ist natürlich für einen Pfarrer, der ständig mit Gruppen zu tun hat, eine ziemlich schwierige und blöde Ausgangssituation. Und da wird Jesus in meiner Not zu einer ganz wichtigen Kraftquelle und Ressource. Er ist da, er gibt mir Stärke. Und ich glaube, er ist stärker als alles, was die Psychologie oder die Psychotherapie sonst noch anzubieten hat, denn er hat letztlich ja das schlimmste, das schwierigste Ereignis für uns Menschen, den Tod, überwunden. Und das ist eigentlich der Schatz, den wir als Kirche bewahren und von der wir her leben. Ich darf, wenn Jesus bei mir ist, dort leben, wo ich tot war. Ich darf wieder hoffen, wo ich die Hoffnung verloren hatte. Ich darf wieder lieben, wo ich lieblos war. Ja, und warum kann er das? Warum kann er mich lebendig machen? Weil er selbst lebendig ist, der Sohn des lebendigen Gottes. In unserem Predigttext heißt es, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Wir Menschen können das nicht machen. Wir sind eben nicht Schöpfer, sondern nur Geschöpfe. Und auf diese Erkenntnis Christus kann ich mein Leben aufbauen. Auf diese Erkenntnis Jesus Christi könnte auch die Kirche aufgebaut werden. Aber wir verlassen uns heute viel zu sehr auf unsere eigene Erkenntnis, unsere eigene Weisheit und Stärke und scheitern immer wieder daran. Du bist Petrus, so sagt es Jesus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ja, es ist eben der große Irrtum, die große Not dieser Tage, dass man auf menschliche Erkenntnisse, auf menschliche Weisheit hin keine Kirche bauen kann. Denn dann, so wäre die Schlussfolgerung des Predigttextes, wird man nur allzu leicht von der Hölle überwältigt. Und so finde ich auch in der Kirche viele Reformpapiere und Vorschläge, die auf menschliche Erkenntnis und Weisheit aufbauen. Aber manchmal sind sie eben leider das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Ich habe das Gefühl, dass die Kirche sich hier im Kreis dreht. Und ich kann das sagen, weil ich meine Doktorarbeit genau über dieses Thema geschrieben habe. Die Unkirchlichkeit, nicht die von heute, sondern die vor 200 Jahren, und Sie werden es kaum glauben, die Argumente, die Probleme sind seit 200 Jahren gleich geblieben. Und so habe ich das Gefühl, dass die Kirche sich im Kreis dreht. Martin Luther hat einmal gesagt, dass der Mensch ja in sich selber verkrümmt ist, auf sich selber bezogen, in einem Art Teufelskreis gefangen. Vielleicht müsste man das auch für die Kirche sagen. Die Kirche ist in sich selbst verkrümmt, in sich selbst gefangen. Ja, und damit wir aus dieser Verkrümmung aus uns herauskommen, brauchen wir Jesus. Natürlich können und müssen wir viel planen und organisieren.
Auch die Kirche muss gut planen, organisieren in diesen Zeiten. Das ist auch gut und richtig so. Aber wenn wir nicht innehalten und auf jemanden außerhalb von uns selbst schauen, dann bleiben wir in unserem eigenen Wollen und Streben verhaftet. Und dann verfestigen sich Strukturen und Denkweisen und wir erstarren, trotz aller Bemühungen, uns zu verändern. Wir müssen eben loslassen können und uns in die Hände Gottes begeben. Und durch dieses Loslassen geschieht ein Wunder. Ich nenne es das Wunder des Glaubens. Wie es genau passiert, wissen wir nicht. Es lässt sich eben auch nicht festhalten, nicht genau beschreiben. Theologisch könnte man sagen, das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, es gibt ja die Bilder Wind und Wasser in der Bibel, der lässt sich nicht so festhalten, dass man ihn ja beschreiben könnte. Aber es ist eine Veränderung, die von ganz tief im Inneren her geschieht. Aber genau das ist die Veränderung, die wir brauchen, die uns hilft, aus den erstarrten und verkrusteten Kreisen um uns selbst herauszukommen. Und dazu brauchen wir Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes, einen Starken, einen, der alles überwunden hat, auch den Tod. Amen.